Herzlich willkommen hier am Konfi-Kanal zum nächsten Topspiel auf der Woche. Gut, es ist jetzt keine Woche her seit dem letzten Topspiel, aber jetzt kommt das DFB-Pokalfinale zwischen Topspiel auf der Woche. Dortmund und Wolfsburg. Ja, bei mir steht Wolfsburg gegen Wolfsburg. Läuft bei dir, FIFA? Ja, wer kennt nicht das bekannte Derby Wolfsburg gegen Wolfsburg? Und heute sind Flo und Dalda bei der Kommunikation, spielen so ich und Flo. Überraschung, Überraschung, dass wir beide mal wieder da sind. Wer hat denn damit gerechnet? Der, es ist nicht derselbe Tag wie gestern. Wie das andere Video, meine ich. Ja. Wir sind nur die Einzigen, die Interesse an FIFA haben. Die zurzeit, FIFA World ausgenommen. Ja, ein Copa hat keine PS4. Ein Sub hat gerade kein PlayStation Plus zurzeit. Ein Keldi hat... Ein Keldi ist so gut wie nie da und dann wird's langsam lichte. Das ist meine Nase kratzen. Was? Warum bin ich jetzt im FIFA, man? Oh, verdammt. Ich habe kein PlayStation-Menü. Jawohl. Das ist weniger gut. Und wir sollten jetzt weniger delayte Kommentare haben. Ja, dafür könnte jetzt der Spiel auch gleich delayed sein. Das werdet ihr dann sehen. Wir werden es rausfinden. Ja. Also, wollt ihr gute Kommentare delayed haben, nicht, oder... Gute Kommentare delayed haben, nicht, aha. Das hat sehr viel Sinn gemacht, der Satz. Ach, gut, ich habe mich gekratzt. Einfach grob gesagt, möchtet ihr die Kommentare haben, die Delay haben zum Spielsound, oder generell zum Spiel, oder möchtet ihr lieber gleiche Kommentare, die ungefähr passen, dafür ist der Spielsound leicht asynchron. Oder könnte das Spiel vielleicht asynchron sein? Außerdem, das kann sie ja auch beheben, wenn man es ein bisschen runterschraubt, dann wird man das auch nicht so arg merken. Und ja, bei Spielen, bei Story-lastigen Spielen, also FIFA ist nicht gerade Story-lastig, ist dieser. Ach was? Aber es leckt jetzt wirklich das Spiel sehr. Ja, ich gerade auch. Könnte ja bekanntlich an FIFA liegen. Das kennt man ja schon. Ja, ich hoffe, dass sich diese Lags sich in Grenzen heute halten. Aber wir wissen ja bekanntlich, EA-Server sind zwar scheiße, tut mir leid, nicht so gut, aber immer noch besser als 2K-Server. Ober... Was jetzt kein Lob für EA sein soll. Ja. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass 2K noch schlechtere Server baut. Und das ist erst recht kein Kompliment. Abseits, ja. Abseits. Obermei Abseits, wer kennt ihn nicht? Also ja, das Finale ist jetzt ja diesen Samstag, der jetzt kommt. Oder und nach Dortmund verlegt, was du nicht weißt. Ja, das Finale ist hier in FIFA in Dortmund. Man kann nicht online einstellen, in welcher Heimstätte man spielt. Also normalerweise wären wir in Berlin jetzt. Ja, beziehungsweise man hat es noch nicht rausgefunden, wie es geht, falls es gehen sollte. Ja, geht gar nicht. Geht nicht. Soweit ich weiß, geht es gar nicht. Das dachte ich mir eigentlich schon. Darum spielen wir das Spiel jetzt in Dortmund und ja. Egal, ist ja nur quasi Deko. Oder Deko nicht an sich, aber eher nur das Außenrum. Auch nicht weiter schlimm. Und wieder, und das könnte man mal wieder so machen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wer euer Favorit ist, wie ihr tippen würdet und so weiter und so fort. Einfach reinschreiben, was ihr meint, wie dieses Spiel dann ausgeht. Das Finale des DFB-Pokals. Mir fällt ja gerade auf, wir spielen ja ein Online-Spiel, aber da gibt es ja gar kein Golden Goal. Oder kein, nicht Golden Goal, sondern keine Verlängerung. Oh, ups. Stimmt. Geht es so in Offline-Freundschaft spielen, oder? Ja. Das heißt, wir brauchen einen Sieger. Der Pokalsieger ist. Tja. Dann gibt's wahrscheinlich kurzen Schnitt und dann geht das Spiel ja normal weiter. Ja, genau, mit 90 Minuten Verlängerung. Aber vielleicht haben wir einen Sieger in 90 Minuten. Wobei kann man das nicht irgendwie einstellen, dass es auch als Nicht-Freundschaftsspiel gewertet wird, weiß ich nicht. Weiß jetzt nicht. Man kann doch ja, irgendwie dann ein Rivalenspiel einstellen, aber auch Gott, keine Ahnung. Was ja, ist aber Rivalenspiel, glaube ich, gibt dir da nur Punkte irgendwie online.
muss. Ja, da gehen halt alle Punkte, alle TP oder EP oder was es sind, an den Gewinner. Also. Aber ob es dann auf Verlängerung geht, frag mich. Bei Unschi wird das, glaube ich, dann gesplittet. Splitte. Kagawa. Oh mein Ohr, jetzt hat es war. Auch. Das müsste abgefälscht worden sein. Aha. Theoretisch. War einfach nur schlecht geschossen. Plausibel. Ja, danke Daniel. Gerne doch. Ja, zum Match kann man sagen, bei dem Match spielt ja Wolfsburg mit einer mit einem Trikot, wo eine Andenken an Malata drauf ist. Ach, das wusste ich noch. Habe ich erst vor kurzem gelesen. Das Malata ist ja unter der Saison leider ein Spieler. Sagen wir mal, es gab einen Unfall, sagt uns mal so. Er ist tödlich verunglückt, sagen wir so. Ja. Ja. So ist es nicht schön. Und Reus kann natürlich nicht Kopfball. Wahrscheinlich der eine oder andere, der hier zuguckt, wird wahrscheinlich die ganze Geschichte noch kennen. Ja. Ja, wie der ansatzweise sich mit der Fußball- und mit der Bundesliga beschäftigt, wird das noch in Erinnerung haben. Ja. Und wer es nicht weiß, kann es eh nachlesen, das wissen wir. Und der weiß es jetzt auch. Ja. Und als Zeichen der Andenken und so weiter machen, haben die jetzt also ein Trikot mit Andenken. Ist schon irgendwie bekannt, in welcher Form? Ja, die haben die Trikots vorgestellt, aber ich habe jetzt nicht genau jetzt geschaut. Ich weiß nur, dass das ein Andenken mal an. Oh. Oh. Dortmund hat ja auch den Upset dieses Jahr geschafft und Bayern irgendwie geschlagen, wie auch immer sie das hinbekommen haben. Egal, Hauptsache. Die, Wolfsburg ist gut, ja Bayern war Wolfsburg ist ja aufgestiegen ins Finale, indem sie Bielefeld, glaube ich, besiegt haben, oder? Was oh, verdammt! Könnte sein, ja. Wer war nochmal gegen Wolfsburg im Halbfinale? Bielefeld? Moment, ja, Bielefeld. Ja, gut, dann passt. Und Dortmund, ja, hat ja durch das grandiose Halbfinalspiel gegen Bayern im Elfmeterschießen, wo gefühlt die halbe Bayern-Mannschaft wegrutscht. Ja, sag mal so einfach, der Platz wurde ein bisschen geölt. Ja, genau. Schiebung, nee. Ja, es war ein Öllaster drüber gefahren und der Platz war eigentlich. Ja, und nach jedem Ball spiele ich mir die Kehrmaschine drüber. Ja. Das Öl, was da verwendet wurde, wurde dann am Ende zum Würstchengrillen verwendet. Was? Gruß von Uli Hoeneß. Stimmt, wurde von Uli Hoeneß gestiftet. Nein! Ja! Nein! What the fuck? Warum? Ist aber gegen die Latte geköpft. Oh Gott. Und dann jemanden, der gerade nicht sehen kann, wie er spielt. Ach, das war abseits das zweite Mal. Kurzes Zwischenfazit, wie viel steht's gerade? 0-0 zur Halbzeit. Wir werden wahrscheinlich wirklich 0-0 spielen, das Halbzeit-Cup-Finale. Ja, Wolski. Und Halbzeitpause. Flo hat jetzt aber gerade die Chance des Jahrtausends. Aber wie vielleicht der eine oder andere gesehen hat, der den Relegationspart gesehen hat, unser Ergebnis hat nicht ganz gestimmt. Es ist 1-1 gegangen. Also, es war schon die Delegation jetzt. Eigentlich hätte ich zuerst ein Tor schießen müssen. Ja. Dann wird's gestimmt. Aber was wir zur Delegation halten, kommt dann im Rückspielpart, im Topspiel der Woche. Das ist der Topspiel der Woche. Das manchmal mehrmals in der Woche kommt, das ist das Topspiel der Wochen. Einfach das aktuelle Top-Spiel. Und das sind halt jetzt gerade einige Top-Spiele. Ja, klar, zum Saisonende. Ja, eben. In der Bundesliga oder beziehungsweise dann vielleicht auch mal andere Ligen, je nachdem.
Oh, Salz von wegen. Blinder Schiri. Tomaten auf den Augen hat er. Es gibt noch einige Pokalfinals, die man noch spielen kann. Eines der legendärsten Champions League-Finale war zum Beispiel das Finale Liverpool-Milan. Wer es noch kennt. Aus oh, Liverpool ist so göttlich. 0-3 aufgeholt. Ja, in 7 oder 6, 7 Minuten. Ja, so. Das war so. Ich habe da mal eine, auf Sky eine Dokumentation dazu gesehen. Da hatte Liverpool sind der Marktspieler schon in der Halbzeit gegangen, weil sie ihre aufgegeben haben, Fans von Liverpool. Und wie und später haben die das nur mal im Radio gehört, dass Liverpool die Champions League geholt hat. Da hätte ich mich so geärgert, wenn ich gegangen wäre. Ja. Ja. So Champions League wird wahrscheinlich dann, falls einer wissen will, höchstwahrscheinlich auch was kommen. Aber ich sag mal so, reden wir jetzt eher über, lieber über den DFB-Pokal. Weil Champions League reden wir dann, wenn Champions League kommt. Das ist in der Woche. Jo, da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Da kommt auch nochmal ein kleinerer Talk zu. Ja. Dortmund hat ja in den letzten Jahren den DFB-Pokal ja mindestens einmal gewonnen. Weiß ich, das diese sehr kleine Siege gegen Bayern. Was ist das? 5-2? Ja, irgendwie ist immer was relativ hoch. Das war damals auf dieser Hochzeit von Dortmund, wo sie ja das Double geholt haben. Ja, genau. Dortmund war mal zu einer Zeit richtig, richtig stark. Ja, ja. Lang, lang ist ja. Und war auch dann der große Konkurrent von Bayern, der in ein paar Jahren RB sein wird. Aber was müssen wir noch warten? Ober. What the fuck, Mayang? Der war sogar vorbei. Komplett vorbei. Das war eine Chance. Boah, war der noch dran? Ja. Ganz knapp war der noch dran. Boah, ich bin gerade beim Elfmeterschießen, hab mit Bayern schon mehr getroffen, als sie in echt getroffen haben. Na gut, es ist auch nicht schwer. Ach, oh. Ich bin Aljo. Bayern hat es ja dementsprechend schon ein paar Mal mehr gewonnen gehabt, wie vielleicht einer oder andere weiß. Gibt's das? Da was? Muss. Letztes Jahr Pokalsieger war ja letztes Jahr, weil ich weiß, Bayern, oder? Müsste ja. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, ich guck mal. Das so bekannte Pokal, dass es kein Schwein interessiert hat, ob es beide gewonnen hat oder nicht. DFB-Pokal. Oh, Aaron Hunt ist verletzt. Ungünstig. Ja. Ich kann auch passieren, wenn ich im Ballbesitz bin. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ich bin nur angeschlagen. Das geht doch. Wo haben wir es denn? Spieler. Erste Runde. Oh. Och, nicht dahin. Rente noch oben? Nein. Da ist schon jemand, da ist schon jemand. Oh, ja, Bayern hat den letztes Jahr gewonnen. Gegen wen? Dortmund, oder? Ja, Dortmund. Müsste Dortmund gewesen sein. Stuttgart war ja kurz zum ersten Mal in DFB-Pokalfinale, wenn ich dich erinnern kann. Ja, mal wieder, ja. 3-2 verloren. Gegen, weiß noch. War es nicht gegen Bayern? Ja. Ja, ja, gegen Bayern. Auf 3-0 Rückstand. Ja, weiß noch. Robben und Ribéry haben sie ausgewechselt, nachdem es 3-2 stand. Ein Verteidiger gebracht. Ja, klug gespielt. Ich hätte es ja Stuttgart hätte es mehr verdient. Ja, aber Bayern ist halt stark. Das muss man ja dementsprechend. Ein
auch ein schöner Kopfball. Auch, aber keine Wiederholung. So, komm, jetzt muss ein Sieger gezwungen werden. Bayern, der dieses Jahr einfach eine relativ schwache Saison hatte. Nur in Anführungszeichen für Bayern-Verhältnisse. Für andere Vereine wäre das ein starker, aber für Bayern war es. Komm! Oh, so schwach. Ja, warum bewegt ihr euch nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ein Pokalfinale ohne Sieger. Ihr müsst aber irgendwie einen Sieger finden. Ja, wir können Stein, Schere, Papier spielen. Du sagst aber zuerst, gell? Wir spielen ohne Webcam. Oder ihr spielt dann halt mal weiter und brecht dann das Match dann da ab, falls Tor fällt. Ja, dann müssen wir das alles zusammenschneiden, das ist idiotisch. Das ist wirklich idiotisch. Oh mein, so spannend! Wir machen einfach so, wir machen ein Rückspiel, sollte es. Wir machen es klassisch Rückspiel. Sollte es keinen Sieger geben nach 90 Minuten. So gut alte, good old time, dass es noch Rückspiele gab. Und aus. Es gibt der Part, den ich extra Länge habe, es gibt ein Rückspiel. Das wird ein 30, ein 50, 40 Minuten Part. Wenn da 20 Minuten gehen, oh. Jo. Und es geht weiter, das lustige Spielen. Mensch, wie viel schneller laden bitte. Was sieht es so? Sky nutzt ja dieses Mal bei der Sky nutzt ja dieses Mal 30 zusätzliche Kameras, um spezielle Aufnahmen zu erstellen. Tja, mehr Tore werden dadurch aber nicht geschossen. Auch nicht, ne? Aber es gibt 30 spezielle Kameras, die spezielle 3D-Aufnahmen ermöglichen oder 360-Grad-Aufnahmen ermöglichen, die sie schon zum Beispiel bei den Australian Open eingesetzt haben. Aha. Im Tennis. Und es geht weiter. Moment, es jetzt 0-0 ausgeht. Und unentschieden. Dann gibt es ein drittes Finalspiel. Da werden beide Parts gelöscht, wir fangen von vorne an. Ja. Oder schauen wir mal, vielleicht spielen wir auch nur Golden Goal oder jetzt, das werden wir das sehen. Aber ich. Ja, macht halt Golden Goal, ist vielleicht am besten. Nee, wir machen das schon. Jetzt, wo ich mit dir im Strafraum bin. Nee, wir machen das schon so. Gut, Weidenfeller. Oh, direkt auf den Mann war, kein Problem. Okay. Oh, oh. meanwhile in the real Bundesliga. Die fragen sich, was machen die da? Also, wir wissen schon, was FIFA nächstes Jahr verbessern muss. Wobei, müssen, das muss doch irgendwie. Nee, es geht nicht, weil ich weiß. Es das muss aber. Muss man mal schauen. Ja, schau mal. Du kannst halt Season spielen, aber. Ich kann halt leider gerade nicht genau nachgucken, weil ich ja keinen Gegenpartner gerade da habe. Ja, du musst das ja vorne einstellen, bevor du den Partner einlässt.
Ja, eben, aber ja gut, warte mal, wenn ich da mal auf irgendein gehe. Stimmt, wenn ich auf Flori. Spieleinstellungen, 6 Minuten, normal, individuell. Ist es Freistoß oder Abseits gewesen? Abseits. Die wirken auch alles so frisch, als würde das Spiel da beginnen. Ja, so eine Massage bewirkt Wunder manchmal. Match geht wahrscheinlich eh wieder. Sollte es nach 90 Minuten wieder 0-0 stehen, gibt es die Golden Goal-Regel im dritten Spiel. Jawohl. Heute Pop maximal Überlänge. Also, der DFB-Pokal ist ja ein sehr prestigeträchtiger Pokal. In anderen Ländern ist der Pokal eher so nettes Beiwerk, aber nicht so beliebt. Österreich? Ja. Okay. Gefühl ist so Pokalfinale und keiner geht hin. Aber wir haben alle hochkarätige Chancen. Ja, vielleicht sollte mal irgendeiner mal reinmachen. Dann macht los! Eins gegen eins. Eins so gut ist. Ja, eins gegen fünf, zwei gegen fünf. Ja, dass du dir jetzt an sich zu viel Zeit gelassen eigentlich schon. Oh, doch nicht, doch nicht. Jawohl, da führt Wolfsburg. Wolfsburg gewinnt die Champions League! Yes! Fangen wir mal beim DFB-Pokal an, dann machen wir mal weiter. weißt du, die qualifizieren sich mit dem DFB-Pokal direkt für die Champions League. Direkt fürs Direkt, Finale. ja, direkt fürs Finale. Weißt du, quasi Triple Threat als Fußballspiel. Wird ein Wie drittes Tor geil, Triple hingestellt. Threat 3 gegen Fußballfeld. Ja, Wird feiern. wird ein drittes Tor hingestellt. Wäre mal eine Idee wert, so für so ein Schauspiel und nicht, dass Dortmund gleich das zweite Tor kassiert. Ah, ich habe zwei nach innen gezogen. Es würde es sogar gehen, wenn du in eins der Gegner-Tore reinmachst, kriegst du dir ein Tor zugeschrieben. Wird Oh, sogar. oh nee. Olic. Wieso? Apropos, spielt Olic nicht schon bei HSV? Ja, vielleicht. Ist da nicht so, als wäre er heute bei der Relegation gespielt? Nein! Jetzt, wo du es anmerkst. Da war ja was! Scheiße! Den Fakt ignorieren wir einfach mal. Das ist nicht Ole Schier, das ist irgendjemand anders. Der Ole scheißt nichts mit den Ole zu tun hat. Das ist Klon Ole. Nee, das ist irgendein Wolfsburg-Spieler, den wir. Rivica Olic. Der hat nur das falsche Trikot an. Ja, eben. Sein Bruder. Ja, Zwillingsbruder. Ein Eich. Sehen zufällig gleich aus. Das ist reiner Zufall. Wer kennt nicht Rivica Olic? Rimica Olic, ja, wer kennt ihn nicht? Ja, genau. Der ist eine Minute vor ihm geboren und ist der ältere Bruder und springt immer ein, wenn es nötig wird. Um die Gene zu verwirren. Ja, eben. Damals als Kinder sind die beiden auch sehr bekannt gewesen mit ihren Taschenspielertricks, wo der eine verschwunden ist und der andere auf der anderen Seite wieder rauskam. Das ist so wie die Bella Magic, nur als Olic Magic bekannt. Zum Beispiel, genau. Das erklärt auch immer, wieso die waren öfters bei den gleichen Vereinen und immer Olic war immer sehr fit am Ende der Partie. Die haben sich immer so gegenseitig ausgewechselt, weil es nie aufgefallen ist. Ja. Immer zur Halbzeit in der Kabine. Das ist Zufall. Ich habe einfach gute Ausdauer. Alles okay mit dir? Ja, passt schon. Okay, dann ist okay. Solche qualifizierten, hochwertigen Informationen auch nur hier. Seriöse Informationen nur hier am Konfi-Kanal. Das Geheimnis um Rivica Olic wird zu seinem Oh Mann!
wird am Ende seiner Karriere geklärt werden. Aber das weiß bis jetzt noch niemand. Immer nur Adu. Oh! Ach Gott. Ich sollte aufhören. Wie spät haben wir's? Fast eins? Oh Gott, 1 Uhr morgens. Oh Kinder, 1 Uhr morgens. Nee, 3 Uhr morgens, Krampere Zeit. Ich weiß. Ich weiß, dass es 3 Uhr morgens war. Warum läuft da keiner mit? Renne, renne, renne! Aubameyang! Und? Ja, 1-1. Oh mein Gott! Warum hast du... Ich hab was geboten. Ich hab was geboten. Warum machst du nicht hinten dich? Ja, klar. In der 26. Minute. Ja. Nur noch Abwehrbollwerk. Ja, klar. Das hat zum Beispiel Chelsea im Champions League-Final gemacht. Hat der geholfen? Manchmal. Vielleicht soll ich es echt machen. Ja, eben. Mach nur mal ein Tor, dann mach Abwehrbollwerk. Aubameyang zum 2-1. Oh mein Gott. Ob hast du mit mal mehr? Foul. Du musst gelb geben. Ja, Stürmer faul. Tja. Diese Animation verstehe ich auch nicht. Ja. Immer so, ich greife auf eine Karte. Der hat schon auf die Hand gestanden. Stürmer faul, was sowas von. Das ist echt Freistoßspray. Stimmt, wo ist das Freistoßspray? Das ist die größte Erneuerung sich im neuen FIFA. Ja, eben, die kommt. Ja, stell mal vor, bei der E3 dann so: unsere neueste Neuerung. Wir führen das Freistoßspray ein. Yay! In England, wenn es englisches Team spielt, gibt es hier schon diese Torlin-Technik. Jupp. Soll in Deutschland, oder wird in Deutschland auch kommen? Wirklich? Ist das schon fix? Ja. Nach der zweiten Abstimmung, ja. Hat ja gar nicht lang gedauert. Ja. Bei der ersten Abstimmung war es auch dagegen, dann gab es irgendwie im Pokalfinale ein schwieriges Tor, eine schwierige Torentscheidung und eine falsche Torentscheidung und dann wurde es eingeführt. Ja, Bolz geht. Dead Logic, muss halt immer erst was passieren. Na, das ist so typisch deutsch eigentlich. Ja. Ja, so erinnert mich gerade so ein bisschen an die Bundesregierung. Wir haben einen Unfall. Wir machen Kernkraftwerksverlängerungen. Oh, Fukushima. Okay, wir spulen zurück. Nein, stopp, aufhören. Obwohl ich ja nichts gegen Kernkraftwerk-Abschaltungen habe. Nö, ist jetzt nicht schlecht, aber meine Meinung ist, ob man vielleicht eher etwas gegen Kohle- oder Ölkraftwerke machen will, die ja wirklich umwelt schaden. Und vor allem nicht so überhastet. Ja. Gut, wir als Österreicher, die kein Kernkraftwerk haben. Ich weiß nicht, wir hatten eines gebaut, was nie in Betrieb ging. Ja. Na, ich weiß nicht, ob von euch jemand die Geschichte kennt. Österreich hat sich ein Kernkraftwerk gebaut, also hingestellt, schon fertig, komplett einsatzbereit quasi. Und dann kam die österreichische Regierung auf die Idee, machen wir mal eine Abstimmung und gucken, ob die Leute das Atomkraftwerk wirklich wollen. Es war, glaube ich, so ein 51-49 Entscheidung. Ja. Im Endeffekt kam halt dann raus, Österreich sagt nein, wir wollen keine Atomkraft. Und was ist nun? Österreich hat ein komplett fertig einsatzbereites Atomkraftwerk, das nicht in Betrieb genommen wurde. Also es steht einfach nur so da, ohne irgendwas an Zweck zu erfüllen. Man kann ein Gefängnis draus machen. Man hat, glaube ich, irgendwas draus gemacht, aber frag mich nicht was. Muss gerade mal gucken. Wo war das nochmal? Zwentendorf. Atomkraftwerk Zwentendorf. Schauen wir mal. Google saved von Weinfeller. Planung und Entstehung, Volksabstimmung. Bitte.
Mein Viertel, was machst du? Jawohl! Yes! Ausgleich? Ja. Oh mein Gott! Ich will schon kommen, wir machen das Match noch. Aaron Hahn zum zweiten. Also zwei Aubameyang, aber Aubameyangs und einmal zweimal Aaron Hunt. Wie gesagt. Durch die Nie-Betriebnahme des Kraftwerks Zwentendorf fehlte dem österreichischen Energieversorgerverbund die Kapazität, mit der Inbetriebnahme des neu errichteten Kohlekraftwerks Dönrohr wurde das Projekt gelöst. Problem gelöst. Jawohl. Nochmal ein Kohlekraftwerk hinsetzen, passt schon. Der wurde hingespielt. Nutzung. Nachnutzung der Anlage. Der Siedewasserreaktor diente gelegentlich als Ersatzteilspender für die drei baugleichen deutschen Kraftwerke. Aha. So nicht als Swimmingpool. Ja, auch eine Idee, ist Kühlbecken einfach als Swimmingpool benutzen. Diese drei wurden 2000. Boah, gar nicht mal Carbo oder so. Warum? War nie atomares Zeug drin. Ja, gut, stimmt. Er wurde zu Ausbildungszwecken für die deutsche Kraftwerkschule e.V. in Essen genutzt. Das KKW Zwentendorf kann seit Juni 2010 von jemandem nach Voranmeldung besichtigt werden. Jawohl. Jeder kann das angucken, wenn er will. Die Even AG hat im Jahr 2005 das Kraftwerk gekauft und ein Sicherheitstrainingszentrum eingerichtet. Auf dem Gelände wurde eine Photovoltaikanlage errichtet und am 25. Juni 2009 in Betrieb genommen. Mhm. Ah, okay, verstehe. Also. Hau doch weg! Verdammte Scheiße! Oder Benaglio? Das Finale, das nie enden will. Das haben wir noch, okay, das wurde. Da gab es dann noch ein Photovoltaik-Forschungszentrum. Ich sehe das nicht, ich glaube, es gibt in England im FA Cup, dass die Regel, dass es da so lange Wiederholungsspiele gibt, bis es die gibt. Jawohl. Cool. Oder so irgendwas gibt es dort. Oder, na, ich weiß nicht genau. Mach mich daran fest. Dann sitzen wir ja nochmal 2 Stunden dran, also. Mhm. Und zwar ein extra lang Podcast. Ja. I'm done. Tor? Oder ist aus? Shinji Kagawa! In der wievielten? 82. Okay, das war's dann wohl. Außer er macht ein Blitztor. Was war das bitte? Wird das noch abgefälscht irgendwie? Oh ja. Ich glaube, da war ein Torwart noch dran. So ein Ach nee, es war ein Verteidiger. Aber es ist für Shinji. Ey, der war out. Ja, ist ja out. Will ich doch mal ein, hier Schiri. Schiri! Also, wer so lange dran geblieben ist, hat sogar Tore gesehen. Ja. Und was über das österreichische Kernkraftwerk gelernt. Also, was haben wir jetzt diesmal gelernt? Ivi Tolic hat einen Bruder. Ein Atomkraftwerk kann in eine Photovoltaikanlage und Forschungszentrum umgewandelt werden. Mit Swimmingpool. Ja. Und Tore fallen doch erst sehr spät. Jo, bitte. Hau noch ein. Immer rein damit. Das will ich sehen. Aber so hast du Ball gespielt. So was von. Ober. Nee, du hast der Vertreten. Marco. Freistoß, oder? Elfer. Gut, ich glaube, es wird kein drittes Spiel geben heute. Schade! Ja.
will ja nicht, dass die Zuschauer sich langweilen. Deswegen lasse ich halt mal zwei Dinge rein. Ja. Also, wie es alle wissen, Dortmund gewinnt das Finale 4-2 im Rückspiel. Aber sag mal, wie es sich besser anhört. Oh mein Gott! Sag mir 4-2 im Elfmeterschießen, das klingt besser. Es war letzten Elfmeter. Ja. Sagen wir einfach, denkt euch einfach einen Teil weg, als dass es 90 Minuten sind und dann passt es. Gut, wenn vielleicht nimmt man den eigenen Spieler weg. Weg den Boah! Oh, das ist aus. Dortmund gewinnt den DFB-Pokal. Gewinnt den DFB-Pokal mit 4-2 im Wiederholungsspiel. Und jetzt noch so zu euch. Was sind eure Tipps fürs DFB-Pokal-Finale? Ich sag 3-2 Dortmund. 2-1 für Dortmund. Ich sag 3-1 Dortmund. Okay, wir sind einstimmig dafür, dass Dortmund das DFB-Pokal ist. Ja, das relativ sicher, in meinen Augen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Finale, also bis Delegation am Montag und bis zum nächsten Finale, das ist dann das Champions-League-Finale. Jo. Genau. Wir wahrscheinlich. Sehen. Wahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch FA-Cup-Finale, oder? Ja. Ah, schauen, das wäre Sonntag. Ja, zum nächsten Top-Spiel. Keine Sorge, die drei Spiele werden wahrscheinlich zur Champions League voll, keine Sorge. Also, ciao. Ciao. Ciao.